Was ist eigentlich diese farbige Fläche, die vorher nicht da war? Nicht die Erfahrung bringt die Idee hervor, sondern diese entsteht vielmehr aus der Dürftigkeit des Erlebten. Lieber Wäsche bügeln als malen. Entsetzen und Langeweile. Ins Monumentale getrieben werden Gegenstände aus ihrer real existierenden Welt erlöst und in einen Bildraum gestellt, in dessen emotional und psychisch aufgeladenem Kraftfeld sie eine neue Existenz erhalten. Dieter Krieg geht es immer um den Inhalt. Er geht den Sachen auf den Grund. Er treibt die malerische Form der Dinge an eine Grenze, an der Bekanntes in Befremden auch Unbehagen sich verkehrt. Die Wahrnehmung seiner Bildobjekte gerät nicht selten in ein ungeheuerliches und oft kaum in Worte zu fassendes Erlebnis. Zum Bildgegenstand werden Dinge, die der Mensch braucht, gebraucht und deren veränderte Zustände Leben, Krankheit oder Tod symbolisieren. Die grandiose Darstellung von Gegenständen, denen ihre Vieldeutigkeit und Lebensbedeutsamkeit nicht von vornherein anzusehen war, ist die intellektuelle und malerische Leistung Kriegs. Ein großes Kraftfeld war dabei die Literatur. In der Größe seiner Bilder geht es ihm nicht um Überwältigung. Vielmehr ist seine Kunst eine Form des künstlerischen Parallelunternehmens zur Realität. Und da geht es ohne große Bilder nicht ab. Dass man einen Gegenstand braucht, damit der Makrokosmos sich in ihm verkörpere, und andererseits, dass der Gegenstand unwichtig ist. Sartre-Geschwätz. Allen Malern herzlichen Dank. Bilder zerreißen. Schlechte Literatur, schöner Tod. Und nun kommt etwas Eigenartiges. Ich kann mich noch nicht einmal äußern, ob ich das Bild schön oder nicht schön, ob ich es gut oder nicht gut finde. Ich kann nur sagen, dass ich im Augenblick zu diesem Bild noch keine Beziehung habe. Wobei es sicher auch daran liegt, dass das Bild zurzeit noch zusammengerollt vor der Wand liegt, an die es gehört. Wörter auf Bildern sollen Undurchdringlichkeit erzeugen. Acrylmalerei kommt dieser Vorstellung maltechnisch entgegen. Keine Lichtbrechung in tieferen Malschichten, keine Lasur. Jedes Wort bezeichnet immer nur Wörter. Komme ich durch Malen meinem Stoff näher? Ist diese gesuchte Annäherung eine Beschleunigung, die den Stoff anwachsen lässt? Oder bremst die Malerei die Zeit und schützt mich vor dem sich nähernden Stoff? Keine Landschaft, kein Horizont, keine Reise. Jedes Wort bezeichnet immer nur Wörter. Nachahmende Künstler. Bildhintergrund als Projektionsfläche. Schatten. Malen, obwohl die Farben stinken.
Ein Künstler kann natürlich zu Lebzeiten ständig neue Bilder produzieren. Wenn er einmal tot ist, hat sich das.